Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Wedlock Challenge. Wir gehen in Blütenburgwald. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es nur ganz kurz dabei ist. Setze eines deiner schwachen Pokémon da an die Spitze der Liste. Ja, okay, die Switch-Taktik. Altbewährt gerade bei Abra. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, 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 mein Käfer-Pokémon-Team! Dann schauen wir mal, ob dieses Team auch etwas taugt. Nun ja, heute mal ohne die Ice Tigers Cap, weil... Oh, die Hitze! Die Hitze, ich werde wahrscheinlich früher oder später auch noch hier den... Warte mal, wie viele Pokémon hat denn der Typ? Oh. Okay. Hab gerade erst gemerkt, dass der Ingame-Sound nicht an war. Okay, gerade nochmal Glück gehabt. Wäre jetzt sonst extremst peinlich. Nun gut, also wenn er hier jetzt mit 6 Wampel antritt, weil das hier ist ja nur auf Level 3, dann sehe ich mich tatsächlich ein bisschen gezwungen und auch ein bisschen dazu genötigt. Na komm, ich bleib dabei. Er hat 4 Stück, okay. Dann machen wir einfach mal. Fadenschüsse, Alter, ganz im Ernst, was soll das bringen? Tackle! Dulululululu. Und wir müssen auch noch einen Partner für Paschulke fangen, ansonsten kann ich ihn ja jetzt noch nicht wirklich zum Kämpfen benutzen. So. Wampel. Ach ja, und sollte es mir ab und zu mal passieren, dass das mal hier irgendwie so ganz schnell vorangeht, dann bitte ich dies zu entschuldigen, aber ich habe auf meinem Gamepad die Fast-Forward-Taste gelegt. Habe ich zum Leveln benutzt, weil im Gegensatz zu Pokémon Soul Silver, wenn ich gelevelt habe, dann habe ich manchmal ein bisschen Cheats benutzt. Und für Pokémon Smaragd habe ich zwar welche gefunden, die allerdings nicht funktionieren. Ohne dass dann plötzlich ein Fragezeichen im hohen Gras auftaucht und ich schon Angst hatte um meinen Spielstand. Nun gut. Aber ich denke mal, das wird sich hier auch schnell erledigt haben. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall mal alle vor der Arena noch auf Level 12 zu bringen. Weil wir allein dann da schon eine realistische Chance haben. Wenn alle auf jeden Fall auf dem gleichen Level sind. Deswegen wäre es doch eigentlich sinnvoller, wenn ich mit Tim anfange. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Naja, ich hätte vielleicht auch auf ein einheitliches Level gehen sollen. Und wir finden einen Paraheiler. Nun denn, Hallo? Kein einziges zu finden. Hallo du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe diese Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl ja auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon! Gib sofort die Papiere her! Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was hast du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpfe gegen mich! Nun gut, eine Herausforderung von Team Aqua-Rüpel und er setzt ein Fiefchen ein. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 okay, ich werde es erstmal mit Giftstachel probieren. In der Hoffnung... Sandwirbel. Attacke von Sunny geht daneben, okay. Ist ja nicht schlimm. Giftstachel geht... Oh nein, oh nein. Ah, du kleiner Arsch. Jaula, oh nein. Komm, Bert, bitte vergifte bitte. Nein!
Scheiße. Wird jetzt ein riskantes Unterfangen. Und das war ein Volltreffer. Ich muss wechseln. Tim, du musst. So, Flemly. Der setzt wieder Jaula ein. Dann greife ich mit Glut an, weil das ist die stärkste Attacke. Ja, ah ja, genau. Ein KP noch. Nun gut, dann noch einmal Kratzer und dann war's das. So. Das darf ich ja zwischen den beiden wechseln, aber nicht zwischen anderen. Du hast mich geleimt, du bist stark. Dankeschön. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpf mir noch einmal. Das würde ich jetzt gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaross City. Für heute lasse ich dich gehen. Das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Oh, Superball erhalten, perfekt. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendwas in Metaross City erledigen wollen? Oh oh, das ist ein Notfall, ich darf keine Zeit verlieren! Bruder, muss los, wa? Ich hätte noch ein paar Pokébälle kaufen sollen. Wegen den Dings. Hey du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal zurück nach Blütenburg City gehen. Um erstens mal das Team zu heilen. Und um noch ein paar Pokébälle zu kaufen, weil die Route geht ja da oben dann weiter. Und es kommt noch weiter. Also und. Nee. Hey, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Wer bist denn du eigentlich? Ach so, das war das. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, von daher. Warum habe ich dann gesagt, das war das? Ist ja auch egal. So. Ich möchte kaufen. 3 Tränke habe ich. Kaufe mal noch 3 Pokébälle, mehr werde ich in dem Moment noch nicht brauchen. Und Tränke, da halte ich mich nochmal zurück. Weil es sind jetzt auch keine allzu weiten Wege. Ja, zwischen dem Blütenburgwald und Dingensking. Ein Pfiffchen. Ich sag ganz ehrlich, ein Pfiffchen hätte ich auch gerne ins Team genommen, aber naja. Giftstachel. Oh. Ja, da hatten wir es wieder. So. Ich glaube, das könnte sogar schon das Level-Up für Sunny sein. Dieses Pfiffchen. Vorausgesetzt, jetzt spielt halt die Vergiftung mal endlich mit. Oder die Zeit. Aber ich denke schon, dass sich dieser Kampf schnell erledigt haben wird. Nun gut, noch ein Giftstachel. Na komm. Das gehört dazu, Freunde. Das gehört dazu, meine lieben Freunde. 31 EP, schade. Nun gut, dann gehen wir jetzt wieder in den Blütenburgwald. Ich kann euch ja ein bisschen was erzählen, was mir heute Nacht passiert ist. Denn in der Nacht von... Also zurzeit ist ja die E3 und in der Nacht von gestern auf heute war die Pressekonferenz von Bethesda. Die wollte ich mir eigentlich anschauen. Da die allerdings so spät losging, habe ich mir gedacht... Ja, komm, machst noch ein kurzes Nickerchen. Critical. Machst halt noch ein kurzes Nickerchen, sodass du halt dann die PK anschaust, ohne dass sie die Augen zufallen. Geil. Ist vergiftet. Ja, und dann lege ich mich halt so hin. Wann bin ich wieder aufgewacht? 10 Uhr. Ja, so kann man das machen. Sollte man aber nicht. So. Das hast du gut gemacht, Sunny. Level 10 und das heißt, wir haben jetzt schon wieder eine Entwicklung.
Hey, Sunny entwickelt sich. Bam, 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 bam. Und Sunny entwickelt sich zu Pudox. Konfusion, das ist geil. Nee, nicht der Beutel, du Idiot, Pokémon. Hat sie ernsthaft jetzt Konfusion? Konfusion, geil. Ey, das ist gut. Konfusion finde ich gut. So, jetzt ist bloß die Frage. Behalte ich dich noch hier? Nein. Wird Zeit, dass ich mit Kai und Karina kämpfe. Da ihr beide ja fast auf dem... Ich will die fünfmal alle auf dem selben Level bringen. So, Käfersammler Gernot, Hassknecht. Oh, scheiße, ein Käfer-Pokémon. Da waren den Kader nie... Okay. Oh, Härtner. Okay. Ich werde mal auf Erstauner weiterhin gehen. Vielleicht schreckt es zurück. Na, ist jetzt Kratzer ein. Ich probiere es mal mit Absorber. Oh. Ja, okay, ich bleib bei Absorber. Ich dachte, in den Kader wäre Käfer. Oder ist es Käferboden? Ich meine, es ist Käferboden. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Also ich würde da jetzt auch kein Ei drauf geben. Kratzer. Absorber! Nice. So. Danke. Tschüss. So, noch ein Ninkader. Na, dann bleiben wir doch mal dabei. Dann hat Kai auch relativ schnell seinen 10. Level. Ich wollte... Na toll, mein Handy ist zum Aufladen eingesteckt, weil hätte ich jetzt nachschauen können, wann sich Loturze entwickelt. Verteidigung von den Kader steigt. Ninkader wurde Energie abgesaugt und es setzt wieder Kratzer ein, aber ich setze nochmal Absorber ein. Damit bist du erledigt. Ciao. Nein, noch nicht. Och, Mano. Also, Fakt ist, für die Arena werde ich auf jeden Fall Kai und Karina einsetzen. Weil die beiden am effektivsten gegen die Gesteins-Pokémon sind. Käfersammler gern besiegt. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Ja. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ist aber auch egal, ein Charloco. Hätte ich auch gerne gehabt, aber nein, man kennt es ja. So, das wilde Charloco wird eh bloß Härtner können. Oder zurückschrecken. Naja, dann schrecke ich dich mal weiter ein bisschen zurück. Erstauner. Okay, und tschüss. Hätte eigentlich für das letzte bisschen auch Absorber nehmen können, wäre ja geheilt. Ein Äther. Tipps für Trainer neben den Kraftpunkten. Ah, okay. Gut, da komme ich leider noch nicht weiter und jetzt schauen wir mal. Ach scheiße, das ist auch Route 104. Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie einen hohen Bogen auszuspucken. Du kannst sie haben, versuch es einfach mal. Ich werde es an einem, wende es an einem Pokémon an, es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. War das die TM-Egelsamen? Ich schau mal nach. Das müsste Egelsamen sein. Nee, Kugelsaat. Ah, okay. So, ernten wir die Beeren mal. Eine Arena-Beere. Nein, ich will keine Beeren pflanzen. In dem Spiel ist es so sinnvoll, wie
Feuer mit Benzin zu löschen. Blütentraum Blumenladen. Okay, schauen wir mal. Hier gibt's noch ein paar Items. Das finde ich jetzt echt scheiße, dass das hier noch Route 104 ist und nicht Route 105. Das heißt, wir können also auf Paschulke nicht setzen. In der Arena. Auch wenn er mit seinen Pflanzenattacken definitiv ein sehr guter Kämpfer gewesen wäre. Nun gut. Du setzt Tackle ein, ich setz Absorber ein. Na, was sagst du dazu? Oh, war das ein... Das war kein Critical, ne? So. Okay, ist nicht sehr effektiv, aber dafür hat's gereicht. Sondern kann es sein, dass bei Kai der Level schneller ansteigt? Oh, ein Supertrank, das ist gut. Weil die ganzen Pokémon, die werden ja immer unterschiedlich stärker. Aber das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen bei, hier, Sache an. Bei Loturzel, weil eigentlich die ganzen Basic-Pokémon am Anfang, die leveln doch eigentlich gleich schnell, oder? Nun gut, ich muss immer aufpassen, wenn ich mein Gamepad weglege. Ja, so ein Wasser tut immer gut. So. Reshiram erhält 30 EP und dann würde ich mal sagen, flüchten wir. Nein! Bingul. Ups. Da drücke ich auf Flüchten. Weil das kann mir sehr gefährlich werden. So. Ach, so ein Schnösel, ne? Tipps für Trainer. In der Höhenregion gibt es Paare von Trainern, die in so 2 gegen 2 Doppelkampf. Alles klar. Wenn ein Pokémon im Doppelkampf stirbt, dann, wird sein Partner mit einem anderen weiterkämpfen. So, Zickzacks. Ach Gott, das war einer dieser richtigen Trigger-Trainer, der dann einmal hier seine Top-Genesung auspackt. Auf sein Level 7 Zickzacks. Genau, das war dieser... Absorbeur. Scheiße, das wird ja... Scheiße, ich muss die beiden... Also ich muss die nochmal heilen gehen. Weil er hat keine AP mehr. Und Kugelsaat jetzt einsetzen, das wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. 8 und 4. Scheiße. Okay, er geht mit 10 AP, mit denen er angreifen kann. In den Doppelkampf, denke ich mal. Oder ich denke mal, dass es ein Doppelkampf war. Na gut, also mit 9. Shit. Zickzacks wurde Energie abgesaugt. Immerhin bist du jetzt auf Level 11. Schnöserin hier besiegt. Warum konnte ich nicht gewinnen? Boah, 1400 Mäuse. Ja, toll. Soll ich oder soll ich nicht? Natürlich kämpfe ich. Also ich hätte Kai gerne noch für den Doppelkampf. Loturzel. Na schön.
Na schön, dann müssen wir das so hinnehmen. Oh komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Kniels! Na, da kämpfen wir doch noch mal ein bisschen mit dir weiter. Und dann sind keine AP mehr hierfür übrig. Scheiße. Okay. Das ist nicht so effektiv. Komm, Absorber, Absorber! Scheiße. Ich hab so eine böse Befürchtung, Freunde. Weil das ist hier ein kleines Absorber-Duell jetzt hier. Bitte lande einen Volltreffer. Weil ich will jetzt nicht auf Karina wechseln, weil sie ist ja ein Wasser-Pokémon. Und dann Knilz. Einen Absorber habe ich noch. Jetzt muss ich zusehen, was ich mache. Ich muss auf Karina wechseln. Kannst du wenigstens ein paar gute Attacken? Tackle. Ich habe keine andere Wahl. Oh, hoppala, Mikro, sorry. Okay, geht noch, es geht noch. Ich hoffe mal, der Rutenschlag hat jetzt was gebracht. Okay. Geht klar. Solange Karina nicht verreckt. Bitte, ich brauche einen Critical. Ich brauche einen Crit. Ich brauche einen Crit. Komm schon. Komm schon. Okay, Absorber. Kannst du noch zweimal meinetwegen machen. Wobei, nur einmal bitte, nur einmal. Bitte nicht nochmal, komm schon. Komm schon. Karina. Yes! Oh! Sporn wird von Knitzles. Ja. Komm, das Schläfchen hast du dir verdient. Göre Elisa besiegt. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Boah, wisst ihr was, Alter? Ich glaube, unter den Umständen können wir jetzt die heutige Folge beenden. Ich gehe das Team heilen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Checkt meinen Twitter und meinen Discord ab. Und dann sage ich, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao.